Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Kubana und ich bin erschrocken, wie laut das hier ist. Aber ich möchte die Stimmung jetzt nicht zerstören. Wartet. Scheiße, habe ich eine Angst. Das geht nicht gut. Oh, fuck. Oh, die Musik ist geil. Ja, wir machen ein Angespiel zu The Cursed Forest. Oh, und ich habe jetzt schon Gänsehaut. Verdammt nochmal. Das Einzige, was ich nicht verstehe, ist, warum der Ton so laut ist. Der hätte viel leiser sein müssen. Ich habe ihn nämlich vorher leiser gestellt. Aber es hat jetzt gerade keinen Abbruch getan. Wow, Gänsehaut. Also, das Intro war mal Gänsehaut, finde ich. Also, es macht so ein komisches Kribbeln. Ich mag solche Spiele ja auch, die mal ein bisschen an die Psyche rangehen und so ein bisschen Angst machen. Also ich bin halt auch Horrorfilm-Fan, für die, die es vielleicht noch nicht geahnt haben. Und also gute Horrorfilme, also ich meine, ich mag auch mal einen Slasher oder so, aber sie müssen gut gemacht sein. Aber jetzt bin ich wieder ruhig. Das Einzige, was mich stört, ist dieser Ton ist einfach zu laut. Da lacht was. Ich lebe aber noch. Mein Herz schlägt. Ich höre es. Sobald ich die Chance habe, den Ton einzustellen, gucke ich nochmal, ob das klappt. Weil das ist deutlich zu laut. Ihr hört mich ja nicht. Man wird ja wahrscheinlich nicht in den ersten 5 Minuten sterben. Wobei man den Eindruck gewinnen könnte, ich kann mich jetzt schon mal bewegen, das ist schon mal gut. So, Options. Sound. Das ist schon ziemlich runter, ne? Wenn das jetzt schon diese Stärke ist, dann möchte ich... Okay. Ich hab's runtergestellt und es war aber trotzdem noch... Gibt's da noch irgendwas, was... Okay. Okay, gut. Also, geht leider nicht wesentlich leiser. Und wir gucken mal. Wo ist denn das Auto? Bin ich aus dem Auto rausgeflogen? Ich kann mich auf jeden Fall mit WASD bewegen. Ach, da unten brennt's. Könnte ich was aus dem Auto retten? Das wäre eigentlich sinnvoll. Saved ist schon mal gut. Ne, es ist nicht das Auto, es ist ein Lagerfeuer. Ja, wenn man nicht genau wüsste, dass es so ein Spiel ist, ne? Bei dem einem was passieren kann, würde ich sagen. Sei es drum. Kann ich irgendwas aufheben? Ne, hier ist nichts.
kann da nichts unter. Wenn Benzin kann, ist das wäre echt gut, wenn man den aufheben könnte. Ja. Da ist nur ein Lagerfeuer. Boah, die Musik die ist. Oh, boah. Ich laufe einfach mal weiter. Hoch scheint es nicht zu gehen, ne? Und wir gehen mal weiter. Da hinten liegt was. Sieht aus wie ein Brief. Ja. Jemand verfolgt mich und beobachtet mich. Right from the trees, okay. Get out of here faster and stay unnoticed. Okay. Ah, okay. Das war nur. Man könnte die Notiz auch. Okay, irgendwas beobachtet mich also. Und irgendein Stein ist einfach aufs Bein gefallen und hat es ein bisschen, als wollte der Wald einen nicht entkommen lassen. Ja, heißt ja. Wenn man doch genau weiß, dass solche Spiele. Da geht man doch nicht. Na, das ist doch wie im Horrorfilm. Man geht nicht. Boah, fuck. Man geht nicht nach oben oder nach unten und nicht durch eine dunkle Höhle. Das macht man einfach nicht. Ist ja gut. Fuck. Ja, Raben sind nur Raben. Man kann auch mal weg vom Weg, ne? Ich würde sagen, ja. Was ist das denn? Boah, das ist viel zu lesen. Altar. War ich hier gerade im. Mist, ich hätte es lesen sollen. War ich gerade an einem Altar? Ja. Ach, da kann ich einfach nur speichern. Ach so, das ist gut, dass ich es gelesen habe. Okay, man muss also öfters zwischenspeichern, habe ich den Eindruck. Okay. So, jetzt gehen wir wieder hoch. Boah, es war bloß ein Blatt. Verdammt. Es wird dunkel. Wenn es dunkel wird, ist es gut? Lass mich kurz nachdenken. Horrorspiele, wenn es dunkel wird, ist es gut. An dieser Stelle beenden wir aufgrund dessen, dass der Spielende unter Umständen demnächst einen Herzinfarkt kriegt. Nein, ich gehe weiter. Komm. Es ist bloß blöd, wenn man fast nichts sieht. Aber die Save Points sehen geil aus. Also diese. Wir müssen jetzt über die Brücke, oder was? Also normalerweise. Springen war gut, hoffe ich. Also. Verdammt. Da macht der Charakter auch noch Geräusche. Der kleine weiße Punkt ist übrigens sowas wie das Fadenkreuz. Also das bewege ich mit der Maus. Und kann mich umgucken. Ich habe, glaube ich, noch keine Waffe, ne? Oder? Ich kann nur zoomen mit der rechten Maustaste. Was aber auch schon mal gut ist. Die Bäume sehen eigentlich recht friedlich aus, ne? Jetzt ist es stockfinster, ey. Boah. Also, alle schwachen Nerven. Man muss da schon wieder durchlaufen. Und wir haben gerade vorhin auf der ersten Notiz gelesen, da sind plötzlich Steine runtergefallen und jetzt rieselt das Ding hier. Wir sind aber durchgekommen. Edgy. Was ist das denn? Also, wenn ich mich drehe, höre ich auch Schritte, okay. Oh ja, yeah, jetzt kommt da noch so ein komischer Nebel dazu. Fuck.
Das sind jetzt keine Raben. Das sind jetzt Tiere? Fragezeichen? Ich hoffe, es sind Tiere. Was ist das denn? Also diese Zoom-Funktion ist nicht schlecht, weil man echt, ich glaube, dass ich schon viel verpasst habe. Habt ihr das, den Eindruck, dass da hinten ein Haus ist? Es hört sich an wie Frösche. Fuck, warum verändert sich die Musik plötzlich? Warum habe ich den Eindruck, dass gleich was ganz Schlimmes passiert? Warum blinkt da hinten ein rotes Licht? Warum bin ich hier? Das ist ein Haus, ja klar. 100 Pro. Beleuchtetes Fenster. Wer hat denn so ein dämmerig grünes Licht bei sich brennen? Das sind doch keine normalen Menschen, oder? Man könnte hier so einen Knüppel nehmen, aber nee. Ah ja, ist klar, genau. Geht direkt. Ja, super. Fuck. Okay, wo gehen wir jetzt hin? Hier weiter? Die Bretter sehen da so aus, als würden sie zusammenbrechen, wenn ich drüber laufe, ne? Da ist ein zweites Haus nebendran. Oder Hütte oder so. Fuck! Den habe ich nicht gesehen. Da hinten brennt ein Lagerfeuer, okay. Und dann interessiert euch Cursed Forest? The Cursed Forest? Soll ich weiterspielen? Wollt ihr wissen, wie es ausgeht? Wollt ihr wissen, was in der Hütte ist? Schreibt's in die Kommentare. Euer Kubaner. Ciao.